Mein Name ist Sebastian Sager und ich bin Professor für mathematische Optimierung an der Otto-von-Guericke-Universität hier in Magdeburg. Die Mathematik ist eine Schlüsseltechnologie unserer heutigen Gesellschaft. Was die Rolle ausmacht, ist, dass intelligente Verfahren entwickelt werden müssen, die mit der Komplexität der Fragestellung irgendwie umgehen müssen. In dem europäischen Forschungsprojekt MODIST geht es darum, Mathematik weiterzuentwickeln, insbesondere im Bereich der Optimierung und im Bereich der mathematischen Modellierung von Krankheitsverläufen. Wir wollen das Ganze gleich auch anwenden in der Praxis, um damit sicherzustellen, dass wir nicht im luftleeren Raum diese Dinge entwickeln, sondern dass das tatsächlich eine praktische Relevanz hat und dass die Wünsche, Vorstellungen und vor allem das Wissen der Mediziner in die Modelle, aber auch in die entwickelten Behandlungsstrategien eingeht. Ich würde sagen, die größten Herausforderungen und Chancen, die mit dem Projekt einhergehen, haben damit zu tun, dass wir interdisziplinär arbeiten, dass wir also nicht nur Mathematiker und Mediziner unter einen Hut bringen müssen, sondern letzten Endes auch und vor allem die Interessen der Patienten irgendwie im Hinterkopf haben, dass wir das Ganze umsetzen müssen. Das heißt also, jemand muss es programmieren, da sind also Informatik-Hintergründe. Ja, bei dem, worauf wir uns also hauptsächlich fokussieren, bei der Entwicklung mathematischer Methoden und der Verzahnung mit Messwerten, der Rückkopplung, dass wir also an die Mediziner zurückspiegeln, was denn am sinnvollsten auch überhaupt in welcher Reihenfolge, in welcher zeitlichen Häufigkeit gemessen werden soll, das stellt sicherlich eine große Herausforderung.